So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal etwas ganz anderes, aber ich weiß, das seid ihr schon gewohnt. Es ist immer irgendwie ein bisschen was anderes bei mir. Aber dieses Video geht ausnahmsweise mal nicht an die Community, an euch, sondern an Otto Bulletproof. Worum geht's? Im Titel seht ihr schon, ich möchte mich für den Arctic Warrior bewerben. Und jetzt bin ich gespannt, wer traut sich beim Arctic Warrior 2023 dabei zu sein. Kurz ein bisschen was zu mir. Ich lebe und wohne in Bayern in der Nähe vom Chiemsee. Ich bin Vater von 4 Kindern. Die sind mittlerweile auch schon alle etwas älter. Ich bin auch ein etwas älteres Kaliber schon. Ich werde schon fast 50. Ich bin sehr viel draußen, zumindest im Sommer normalerweise, und bin auch mit Video-Equipment einigermaßen vertraut. Auch hierzu schneide ich einfach mal ein paar Auszüge aus meinen bisherigen Wanderungen mit rein, damit du siehst, dass ich auch schon ein wenig draußen unterwegs war. Schon mal hier mittendrin. Statt nur dabei, hinter mir gehen ein paar Treppen drauf. So Treppenstufen, leitermäßig. Sieht natürlich im Bild wieder wesentlich flacher aus, als es in Wirklichkeit ist. Und von diesen Treppenstufen, die ihr da seht, sollen es ungefähr 2000 Stück sein. Ich werde sie nicht zählen, aber es ist eine Menge bis oben rauf. An sich nichts zu tun. Ich habe schon mal im Zelt geschlafen, wobei, naja, ob das wirklich als Zelt sehen kann, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Das war eine Woche an der Nordsee im Vorzelt von einem Wohnwagen. Also so richtig Zelten, so richtig Outdoor-Zelten habe ich noch nie gemacht. Ich bin da eher wie ein, ja, sagen wir, wie ein großer, trockener Schwamm, der sich einfach darauf freut, einmal auch so eine Erfahrung in sich aufzusaugen, das Wissen dazu in sich aufzusaugen. Denn ich bin ein sehr lernbegieriger Mensch. Ich lerne sehr, sehr gerne. Ich bringe mir alles sehr gerne bei. Und gerade dieses Thema Outdoor, Bushcraften, in der Natur sein und wirklich in der Natur sein, habe ich so in der Form noch nicht so richtig erlebt. Ja, wie gesagt, in den Wanderungen bin ich auch alleine unterwegs. Aber es sind natürlich nur Tagestouren. Man ist in der Natur, man fühlt sich dort auch mit verbunden. Aber es ist natürlich nochmal etwas ganz anderes, wenn man wirklich in unberührter Natur ist, wo nicht in den nächsten paar Metern irgendetwas von der Zivilisation auftaucht. Und darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. Das ist eigentlich so meine Kernkompetenz. Und ich denke, dass ich mit meinem Mindset und mit meinem Durchhaltewillen, mit meinem Durchhaltevermögen dieses Abenteuer mit euch zusammen sehr gut bestreiten kann. Als Kind der 80er habe ich in meiner Jugend auch die Serie Patrick Packard geschaut. Und es war immer ein Wunsch von mir, nach Norwegen in die Fjorde zu gehen, gerade wenn noch ein bisschen Schnee liegt. Nun, ich habe aber auch kein Problem damit, wenn es noch ein bisschen weiter nördlich geht und dort auch keine Fjorde sind. Also einfach nur dieses Abenteuer im Schnee zu erleben, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich habe als Vorbereitung bis jetzt, wenn man das so sagen kann, natürlich Seven vs. Wild geschaut. Und ja, lieber Otto, ich bin auch nur wegen Seven vs. Wild auf dich aufmerksam geworden. Allerdings auch schon vorher, als du nominiert wurdest, habe ich dann auch deinen Kanal gefunden und abonniert und finde es einfach mega, was du da auf die Beine gestellt hast. Du hast schon sehr früh angeteasert, dass du einen Arctic Warrior machen möchtest. Und selbst da war mir schon klar, hey, oh, ist das ein geiles Abenteuer, da wäre ich echt gern dabei.
Auch deine anderen Abenteuer habe ich natürlich gesehen, den Ocean Warrior und natürlich auch Seven vs. Wild. Und ich finde, du hast dich da wirklich sehr gut geschlagen. Und auch wenn es bestimmt einige gibt, die ein bisschen enttäuscht davon waren, dass du nicht so viel gebaut hast, nicht so viel gezeigt hast von deinen Outdoor-Fähigkeiten, so kann ich deinen Beweggrund dahinter aber sehr gut nachvollziehen. Denn ich bin auch ein Mensch, der immer seinen Müll wieder mitnimmt. Wenn ich ihn schon mit raufschleppe auf den Berg, wenn ich ihn schon mit in den Wald nehme, dann kann ich ihn auch wieder mit nach Hause nehmen. Natürlich habe ich auch Nerd in the Dirt geschaut, zumindest das, was bis jetzt online ist. Und muss auch sagen, hey, scheinbar können auch unter deiner Anleitung oder unter der Anleitung von Experten auch absolute Outdoor-Anfänger an so einem Abenteuer teilnehmen. Und da, wie gesagt, brenne ich dafür. Das habe ich richtig, richtig Bock drauf. Ja, mit dem ganzen Outdoor-Equipment kenne ich mich noch nicht aus. Da bin ich wirklich ein absoluter Anfänger und damit genau der Richtige für dich und dein Projekt. Ich hoffe, dass ich an diesem Projekt dabei sein kann, mit euch zusammen dieses Abenteuer bestehen und genießen können. Ja, ich hoffe, dass du, lieber Otto, das auch sehen wirst und freue mich, von dir zu hören. Also, bis dahin, wünsche dir eine gute Zeit, bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin, ciao, ciao.